Sobald die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, zieht es viele Wanderer in die Berge. Hier lauern aber gerade zu Saisonbeginn einige Gefahren. Weil wir haben hier Sommer in der Stadt oder Frühling zumindest, gefühlt schon fast Sommer. Und in den Bergen ist aber schon auch Winter. Je weiter man raufkommt und je schattiger, desto eher ist der Schnee. Und Schneefelder sind wirklich eine große Gefahr. Da sind schon oft Unfälle passiert. Gerade Leute, die sich nicht so gut in den Bergen auskennen, rutschen auf dem Schneefeld aus, sausen dann ins Tal runter und landen irgendwo im Geröllfeld oder so. Außerdem ist das Wetter in den Bergen oft wechselhaft. Mit Sommerkleidung in ein Gewitter zu geraten, ist auch nicht ungefährlich. Daher sollte jede Bergtour gut vorbereitet werden. Das heißt, ich überlege mir gut, welche Tour mache ich, welche passt zu mir, auch zu meinem Fitnessgrad, zu meinem Können. Dann schaue ich mir den Wetterbericht an, ganz wichtig. Also wenn jetzt für Nachmittag Gewitter angesagt sind, sagen wir mal, dann muss ich die Tour halt auch so planen, dass ich mittags schon wieder herunter bin oder zumindest an einem geschützten Ort. Oft geraten Wanderer auch in Schwierigkeiten, weil sie schlecht ausgerüstet sind. Selbst bei einer kurzen Wanderung mit Hütteneinkehr braucht es eine gewisse Grundausstattung. Ich habe auf jeden Fall gutes Schuhwerk dabei. Ich habe einen kleinen Rucksack dabei, einen wirklich kleinen Rucksack, in dem habe ich Wechselwäsche drin, in dem habe ich auch Wäsche drin, falls es schlecht wird oder falls es kalt wird. Ich habe auf jeden Fall ein Handy dabei, damit ich alarmieren kann, wenn etwas passiert. Ich habe was zum Trinken dabei, muss man aber auch nicht übertreiben. Wenn ich jetzt 2 Stunden unterwegs bin, reicht mir 1 Liter in der Regel. Und ich habe Sonnenschutz dabei. Aber selbst wenn die Tour noch so gut geplant, das Equipment hochwertig und der Rucksack prall gepackt, ist, Unfälle können passieren. Daher lautet die oberste Wanderregel beim Deutschen Alpenverein: Nicht alleine unterwegs sein. Wenn ich allein unterwegs bin, ist immer alles viel, viel problematischer. Also das ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist, ich habe halt ein Handy dabei. Aber das ist schon ein tückischer Helfer, weil es gibt auch viele Funklöcher in den Bergen. Trotzdem diese Kombination aus den beiden Dingen, also immer nie alleine gehen und ein Handy dabei haben, ja, das ist im Prinzip das A und O, damit man in einem Notfall halt auch Hilfe holen kann. Insgesamt wird der Bergsport aber immer sicherer, denn die Ausrüstung wird immer besser und Smartphones sind nicht nur bei Notrufen nützlich, sondern auch bei der Navigation. Wenn also alles gut vorbereitet und geplant ist, steht auch im Frühjahr einer Wandertour nichts im Weg.